Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Und es ist ein weiteres Update-Video für meinen T-Flip-Flop, den ich gebaut habe. Ich habe nämlich jetzt von mehreren Leuten erfahren, dass er einmal funktioniert hat oder dass er überhaupt nicht funktioniert bei ihnen. Ich vermute mal, dass das ein bisschen verbuggt ist. Ich habe diese Version jetzt halt mal auf allen meinen Welten ausprobiert. Das sind ziemlich viele, das sind um die 20 verschiedene. Bisher hat er in allen von diesen Welten funktioniert, also ich denke mal, dass der jetzt bugfrei ist. Funktioniert immer noch vom Prinzip her genauso, nur es sind halt ein paar Sachen geändert. Jetzt zeige ich euch mal, wie man den baut. Also nehmt euch einfach hier ein stinknormales Endgate. Und hier Inputs, hier kommt zwei Repeater hin, beide auf die letzte Stufe gesetzt. Vor den Output kommt noch ein Repeater hin. Dann kommt hier euer Input-Block. Und dass ihr dann da euer Input habt. Und dann hier Block Torch. Hier Block Torch. Zwei Redstone. Ein Block, ein Repeater auf Stufe 2 gesetzt, dann hier an die Seite von dem Block noch eine Torch, dann wieder ein Block dahin, auf dem Torch drauf muss unbedingt ein Block, ansonsten wird das ganze Ding nicht funktionieren. Hier wieder ein Block hin, da eine Redstone Torch dran. Wenn ich jetzt nicht noch irgendwo was vergessen habe, sollte er funktionieren. So, das hier wird dann euer Output. Tut mir leid, wenn meine Stimme im Moment ein bisschen komisch klingt. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Sorry. Tut mir leid. Ja. So, mal testen. An. Aus. Wenn man einmal drauf drückt und die Torch schon aus ist, werdet ihr sehen, dass die noch einmal sozusagen nachblinkt. Das hängt jetzt halt mit diesem Repeater zusammen. Aber das ist eigentlich egal, ob die jetzt halt nochmal blinkt oder nicht. So, ja. Das war es eigentlich schon wieder. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Hypercan.